schon. So, Patty, weiter geht's. Es. Ike. Geräusche machen mich noch krank. War das von dem Kerl hier? Zeig! Ja. Und jetzt kann ich. Es wird Zeit, neuen Kurs zu setzen. Hi, Captain Patty. Juhu! Ich komme mit. So, wen soll ich mitnehmen? Venturo, Bones oder Patty? Patty. Antigua, das Piratennest schlechthin. Es heißt, jeder Pirat, der was auf sich hält, muss wenigstens einmal hier gewesen sein. Was wird mich hier erwarten? Ein Haufen von Händlern und Halsabschneidern, die versuchen werden, uns das Gold aus der Tasche zu ziehen. Wir sind ja nicht hier, um zu handeln. Ach ja? Und wie sollen wir dann unser Schiff wieder auf Vordermann bringen? Was stimmt nicht mit dem Schiff? Ach, erwähnte ich es nicht? Unsere Vorräte sind etwas knapp. Und wir könnten auch mal eine neue Kanone gebrauchen. Kein Problem. Natürlich nicht. Du bist hier schließlich auf Antigua. Okay, was brauchen wir? Frisches Wasser, was zum Futtern, Kanonen, Pulver. Sonst noch was? Sieh einfach zu, was du kriegen kannst. Komm mit. Kein Problem. So, auf geht's, Patty. Mal schauen, was uns da erwartet. Hallo, Rick. Hey, du. Sag mal, ist das dein Schiff? Hallo, Rick. Klar ist das mein Schiff. Wer will das wissen? Ich. Mein Name ist Rick. Ich bin hier der Lagermeister. Ich verwalte die Waren und lasse die Schiffe be- und entladen. Bewundernswert, wenn jemand wie du, der so jung ist, sein eigenes Schiff befehligt. Ich wünschte, ich könnte das auch. Das Schiff da drüben. Gehört das Captain Slane? Ja, natürlich, Sir. Er ist aber zurzeit im Haus der Kapitäne bei Admiral Alvarez.
Du bist ganz schön jung für einen Lagermeister. Hey, ich kann gut mit Verantwortung umgehen. Irgendwann werde ich meine eigene Crew und mein eigenes Schiff haben. Und dann werde ich ein gefürchteter Pirat sein und frei über die Meere segeln. So, so. Haus der Kapitäne? Geh einfach an der Taverne vorbei, geradeaus durch die Gasse. Es ist das höchste Gebäude der Stadt. Du kannst es nicht verfehlen. Der Admiral. Seltsamer Titel für einen Piraten. Den haben sie ihm gegeben, weil er schon so lange dabei ist, glaube ich. Ihm gehört sozusagen die Stadt. Er sorgt dafür, dass die Waren nach Antigua kommen. Die meiste Zeit hält er sich im Haus der Kapitäne auf. Wie sieht's mit Schiffsausrüstung aus? Nun ja, das Lagerhaus ist voll. Wir haben Kanonenpulverfässer, Holz und Nägel, Werkzeugkisten. Gut, ich hab's verstanden. Ich brauche Pulverfässer. Tja, und da ist das Problem. Im Moment kann ich dir leider nichts verkaufen. Willst du mich verarschen? Erst zählst du mir deinen ganzen Krempel auf und dann... Tut mir leid, der Admiral hat den Handel verboten, solange Slane in der Stadt ist. Er will nicht, dass irgendwas auf Captain Slanes Schiff geliefert wird. Komm schon, ein paar kleine Pulverfässchen. Nein, das kann ich nicht machen. Der Admiral dreht mir den Hals um, wenn ich seinen Befehl missachte. Ich will meinen Job nicht verlieren. Du hängst an deiner Arbeit hier, was? Ich hab nichts anderes. Natürlich würde ich viel lieber auf eigenen Füßen stehen und unabhängig sein. Zu deiner Unabhängigkeit fehlt dir wohl das Kleingeld, ha? Huh? Jetzt, wo du es sagst, auf Antigua sollen mehrere Schätze vergraben sein. Wenn ich einen davon finden würde, könnte ich mir meine Träume erfüllen. Ich schau mal, ob es hier was zu holen gibt. Echt? Das wäre fantastisch. Ich werde mich revanchieren. Wir haben einen Deal. Moment mal, wer sagte hier was von einem Deal? Ich sagte, ich schau mal. Oh, dann bist du also einer dieser Piraten, der nicht nach dem Kodex lebt. Ich lass mir einfach ungern was aufs Auge drücken. Schon gut, du kannst natürlich machen, was du für richtig hältst. Aber wenn du was findest, kannst du ja trotzdem an mich denken. Falls du mich suchst, ich bin am Lagerhaus. Eines Tages. Wenn du was trinken willst, geh rein. Wenn nicht, hau ab. Bist du hier der Rausschmeißer? Ei. Schon mal Probleme mit betrunkenen Seeräubern gehabt? Ei. Unter welchen Umständen schmeißt du denn jemanden raus? Wenn er nervt. Ah, verstehe. Dafür bin ich... Ei. Hast du von den Versunkenen gehört? Mara soll sie aus den Leichen über Bord gegangener Seemänner gemacht haben. Erzähl doch nicht immer so ein Mist. Das ist kein Mist. Es ist wahr. Frag Bill, er ist den Biestern schon begegnet. Wenn Mara hier aufkreuzen würde, bekäme sie erstmal was aufs Maul. Sag das nicht so laut. Wir können froh sein, wenn sie bleibt, wo sie ist. Ich habe keine Angst. Solltest du aber. Na? Gerade von der ersten Kaperfahrt gekommen oder hast du noch gar keine gemacht? Ist dir langweilig oder warum stellst du so blöde Fragen? Ich meine ja nur, ich habe nämlich noch keine Geschichten von dir gehört. Mein Captain war nämlich schon auf vielen glorreichen Kaperfahrten. Und das, obwohl er noch so jung ist. Er ist gerissen und klug und für uns fällt auch mal was ab. So, so. Aber sonst geht's dir gut, ja? Du redest von Captain Slane? Natürlich. Von wem sonst? Captain Slane ist der schlaueste aller Kapitäne. Ich freue mich schon auf unsere nächste Reise. Dann werden wir Reichtümer anhäufen und uns jeder einen Namen machen. So, so. Warum hat dich Slane in seiner Crew aufgenommen? Ich war früher einer der besten Diebe. Es ist mir gelungen, einem Händler einen besonderen Edelstein zu stehlen. Slane wollte ihn haben. Wir haben dann einen Deal gemacht. Du hast ihm den Stein gegeben und dafür darfst du für ihn arbeiten? So ist es. Hört sich nach einem guten Deal an. Nicht wahr? Was ist denn das Wertvollste, das Slane je erbeutet hat? Das weißt du nicht? Den Blutopferdolch. Natürlich. Und wo befindet sich der Dolch jetzt? Er hat ihn natürlich versteckt. Aber wo, sage ich dir nicht.
Der Kerl wird uns nichts sagen. Ich bin ja nicht blöd. Hast du den Dolch schon mal gesehen? Was spielt das für eine Rolle? Du stellst mir zu viele Fragen. Stell dich bei Alvarez an, wenn du den Dolch willst. Was hat Alvarez mit dem Dolch zu schaffen? Er und Slane haben einen alten Deal. Alvarez hat uns mal ausgerüstet und wollte als Gegenleistung den Dolch. Alvarez pocht jetzt auf sein Deal und glaubt einfach nicht, dass der Dolch nicht hier ist. Und, ist er hier? Nein, Mann, sonst würde Slane ihn doch rausrücken, oder? Ich frag ja nur. Ich bin noch nicht gut. So gut. Ich bin noch nicht... So gut bin ich auch. Ah, der neue Kapitän besucht den Hexenkessel. Die berüchtigste Bar in der Südsee. Das erste Getränk geht aufs Haus. Was kann ich dir anbieten? Gib mir einen Rum. Rum ist vielleicht gerade ein bisschen teuer. Nimm ein anderes Getränk. Wie wär's mit einem Schnaps? Tut mir leid, Schnaps ist gerade aus. Ein Grog bitte. Den letzten Grog habe ich gestern an den Säufer Miles verkauft. Ich bin untröstlich. Sag mal, willst du mich eigentlich verarschen? Nein, nein. Es ist nur so, seitdem diese Ungeheuer die Meere unsicher machen, kriege ich kaum noch Lieferungen. Ich hatte gehofft, du bestellst ein Bier. Hier hast du eins. Was ist denn so los hier? Hier tanzt der Bär. Siehst du das nicht? Geht so. Normalerweise ist die Bude rappelvoll. Aber es kommt ja kaum einer hier an. Und das alles nur, weil mir diese miesen Kraken- und Wasserleichenmonster das Geschäft vermiesen. Aber solange ich keine Selbstgespräche führe, lasse ich den Kopf nicht hängen. Nicht wahr, alter Junge? Du hast die Leute noch immer bei Laune gehalten. Ja, schon klar. Wie bitte? Hast du was gesagt? Du bist ein kleiner Witzbold, hä? Du magst Witze. Willst du einen hören? Ach nö. Also, kommt ein Pferd in eine Bar? Sagt der Barkeeper. Warum so ein langes Gesicht? Ich wollte keinen Witz hören. Ach komm, du könntest ein wenig Spaß vertragen. Du bist auf Antigua, genieß es. Schon mal was von Mara gehört? Oh, du kennst sie auch. Ich hatte die Alte mal eine Zeit lang zum Putzen eingestellt. Aber da hatte hier keiner mehr was zu lachen, sag ich dir. Eigentlich meinte ich das Seeungeheuer. Ja, eine Meerjungfrau war sie wahrhaftig nicht. Ach, vergiss es. Woher bekommst du deinen Rum? Das ist ein Geheimnis. Tatsächlich. Ja, es gibt eine Bergquelle in der Nähe, die reinen Alkohol spendet. Aber sie droht auszutrocknen. Fängst du schon wieder an? Schon gut, guck nicht so ernst. Ich handle normalerweise mit Booze auf Takarigua. Aber es gibt nicht mehr so viele Schiffe, die zwischen den Inseln umherfahren. Daher ist er mir noch die letzte Lieferung schuldig. Aber Moment! Du hast schließlich ein eigenes Schiff. Ich sag dir was. Wenn du mir den Rum besorgst, gebe ich dir 1000 Gold. Na? Ich besorg dir den Rum aus Takarigua. Sehr gut. Sag Boos, dass ich dich geschickt habe. Dann wird er dir die Lieferung geben. Ja, groß ist die Macht des Meeres. Hey ho! Was? Ach so. Hey ho, Captain! Und? Schmeckt der Rum? Der Rum ist gut. Spencers Zeug ist das Beste, was du für Gold kriegen kannst. Du bist Seemann? Jep, Steuermann. Damals habe ich die dicksten Schaluppen gefahren. Lange ist her. Du hast nicht zufällig Verwendung für einen Steuermann? Ich? Nein. Ich habe schon einen. Na ja, und? Ist er gut? Ich denke, sie macht ihren Job ganz gut. Pah, das sagst du doch bloß, weil ich direkt neben dir stehe, oder? Sie? Eine Frau? Beim Donnerhagel! Jetzt stehlen auch schon die Weiber meine Heuer. Willst du nicht lieber einen anständigen Kerl deinen Kahn lenken lassen?
Gleich gebe ich dir eins auf die Fresse. Patty. Ich bin ein guter Steuermann. Ich würde dich nicht enttäuschen. Lass gut sein. Ich möchte meinen Steuermann lieber behalten. Netter Versuch. Na schön. Wie auch immer. Ich könnte wieder Wind um die Nase vertragen. Wir sehen. Neuen Quest bekommen. Oder auch nicht. Im Becher ersaufen mehr Leute als im Meer. Hallo, schöner Mann. Kann ich etwas für dich tun? Na, vielleicht. Lass hören. Wo kann ich in Antigua Vorräte kaufen? Eigentlich hat Admiral Alvarez befohlen, den Handel einzustellen. Eigentlich? Nun, jemand wie du findet bestimmt einen Weg, trotzdem an die Sachen heranzukommen. Auf Antigua bekommt man fast alles, was das Herz begehrt. Fast alles? Was soll das heißen? Richtig, was heißt das genau? Fast alles ist ein dehnbarer Begriff. Kommt darauf an, was du haben willst. Was machst du den ganzen Tag? Ich halte die Jungs bei Laune, die vom Rum allein nicht glücklich werden. Und ich habe eine Menge Spaß dabei. Tatsächlich? Ja, schließlich kann ich auch mal mit den Jungs tanzen, saufen und feiern. Kannst du mir... Ich kann... Wo gibt's hier was zu holen? Diese Information bekommst du nicht umsonst. 50 Gold. Und ich sag dir, was ich weiß. Ich bin noch nicht... Sag mir, wo es was zu holen gibt. Ich habe gehört, dass Admiral Alvarez eine Schatzkarte gefunden haben soll. Die ist vielleicht noch im Haus der Kapitäne. Daneben sind der Friedhof und der alte Blutspurplatz. Dort könntest du dich auch mal umsehen. Danke für die Tipps. Gerne, Schätzchen. Bei wem kriegt man hier Waffen? Bei Donovan, unserem Büchsenmacher, bekommst du die besten Pistolen der südlichen Insel. Wilson hingegen ist ein Schmied. Er verkauft Stahlwaren und schwere Geschütze. Woher bekomme ich Proviant? Größere Mengen bekommst du im Hinterland von Antigua. Frag lieber Bill. Er kennt sich dort besser aus. Du findest ihn am hinteren Stadtausgang. An was hast du gedacht? Hast du für den An... Ah, das... Ein... Na gut, sobald er... Wird's mir mehr... So. Warte. Nee, hab ich nicht. Willkommen in Antigua, Kapitän. Ich hoffe, die Reise hierher war ohne größere Unbequemlichkeiten. Ja, danke der Nachfrage. Das ist schön. Ich bin Grace, Tochter von Bongard, dem berühmten Fernhändler der Dornenküste. Es ist lange her, dass sich ein Piratenkapitän hierher verirrt hat. Und nun haben wir die Ehre, sogar zwei von ihnen in unserer Stadt beherbergen zu dürfen. Was hast du denn mit den Piraten zu schaffen? Was soll das denn heißen?
Das klingt ja gerade so, als wird mir hier unterstellt, ich sei nicht von edler Herkunft. Hab ich dich verärgert? Das war gar nicht meine Absicht. Oh, nun, dann ist es wohl an mir, mich zu entschuldigen. Wo ist dieser andere Kapitän? Der ist beim Admiral. Die beiden haben wohl eine kleine Auseinandersetzung. Ich würde da jetzt besser nicht stören. Wie ist das Leben hier in Antigua? Ich bin schon an vielen Orten der Welt gewesen, aber keiner war so schmutzig wie Antigua. Ein angemessenes Leben ist für jemanden wie mich kaum möglich. Und wie lebt man denn so als feine Dame in Antigua? Jeder Halsabschneider hier versucht mir an die Wäsche zu gehen. Na klar, möchte ich wetten. Der Admiral jedoch sorgt für meine Sicherheit. So ganz ohne Gegenleistung? Schon wieder so eine Unverschämtheit. Ich muss schon sagen. Ja, ja, gib dir keine Mühe. Ich sehe schon, worauf das hinausläuft. Ich warne dich, du Schuft. Treib es nicht zu weit. Du bist weder von edler Herkunft noch eine feine Dame. Und den Fernhändler Bongard gibt es wahrscheinlich auch nicht. Na gut, du Mistkerl. Lassen wir die Spielchen. Zugegeben, du bist ein netter Bursche. Aber wenn du mir Ärger machst, wirst du es bereuen. Erzähl mir mal was über den Admiral. Früher war er ein gefürchteter Piratenkapitän. Ein Schlitzohr mit Prinzipien. Er sagt immer, dass sein Piratenkodex, nach dem er lebt, ihn hierher geführt hat. Er ist sehr stolz auf seinen Ruf und seine Stadt. Wie gut kennst du Kapitän Slane? Er ist einer von der Sorte, der eine Frau um seinen Finger wickeln kann. Ich bin auch schon auf ihn hereingefallen. Und wenn ich ehrlich bin, würde er es wahrscheinlich wieder schaffen, mich einzufangen. Wie läuft dein... Miserabel, du bist der... Na gut, also... Nein, danke, ich bin schon vergeben. Ach, tatsächlich. Wer ist denn die Glückliche? Jetzt komm schon, du weißt doch, wie ich das meine. Ach ja, es ist wie immer. Die Besten sind meistens schon weg. Tut mir leid. Naja, du bist ja wenigstens süß. Nicht so wie die anderen hier. Kommst du mit? Nein, ich spiele nicht. Du magst die Männer in Antigua nicht? Die meisten haben Schulden und kommen gerade eben über die Runden. Bill, die Wache am Westtor zum Beispiel. Am Ende...